Herr Lautenberg sagt, ja, natürlich, die Wahl ist geschlagen, aber es war natürlich ein harter Kampf jetzt nicht nur gegen Parteien, sondern auch innerhalb der Partei. Sie können jetzt noch nicht sagen, wie die Vorzugsstimmenauszählung ausgeht, aber wie ist Ihr Gefühl derzeit? Derzeit einmal zum einen natürlich ein Erfolg, dass wir die absolute Mehrheit, die Mandatsmehrheit gehalten haben. Das ist natürlich ein gestecktes Ziel in Niederösterreich gewesen. Wenn man auf den Bezirk schaut, dann haben wir leider Gottes das dritte Mandat nicht gehalten. Das heißt sehr klar, dass wir unser Ziel damit auch verfehlt haben und jetzt natürlich mit dem System des Vorzugsstimmenwahlkampfes darauf warten müssen, wer derjenige sein wird, der mit den meisten oder zweitmeisten Vorzugsstimmen dann ausgestattet ist. Das wird ein Hinwarten sein, das Ergebnis ist am Dienstag spätestens vorhanden. Wir haben gesehen, dass das Instrument der Vorzugsstimmenvergabe genutzt wurde, enorm genutzt wurde. Jeder Kandidat natürlich in seinem Bereich und jetzt gibt es das große Warten, wer das kürzere oder das längere Ende für sich hat. Herr Bum, wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass es gut für Sie ausgeht. Danke sehr.